Einen guten Tag. Aloha, Deswegen sage ich Aloha, Aloha Becher. Aloha Becher. Wir haben Sie Aloha. Tiki-Becher. Oh. Was ist denn bei euch schief, Mann? Scheiße, die reden sogar. Moment, wir müssen leiser machen. Wie leiser machen? Wir müssen lauter machen. Lauter? Lauter. Kommst du her? War die Keller oder was? Nein, das ist eine Wohnung, erster Stock. Die armen Nachbarn. Ja, das ist eine Oma, die hört nichts. Außerdem ist es nur so eine kleine Box hier hinten, weißt du? Das ist nur so. Die JBL da hinten, wo das steht. Wieso? JBL-Boxen sind doch geil. Ich habe auch nur so eine scheiß große Box hier. Augsburg. Ja, wollte ich gerade sagen, hört man raus, ne? Nein, überhaupt. Was? Meint ihr noch Bergfest feiern oder was? Ja, wir kommen aus Hamburg. Boah, das ist über dem Weißwurst-Äquator, das interessiert uns nimmer. Eigentlich nicht, dann sind sie, Na egal. Prost hier, ne? Leute, hier Prost. Erstmal hier anstoßen, gell? Prost. Da ist die Kamera. Oh fuck, die Hälfte geht daneben, alles klar. Wir haben Tiki-Becher, ihr nicht. Wir saufen Gin aus dem Coca-Cola-Glas, ja? Also unser Level könnt ihr nicht erreichen. Ihr seid krank. Ja, Digga, wir stehen hier im Farbenregen, Digga. Was glaubst du, ob wir nüchtern sind? Wir haben zwei Flaschen rumgetrunken. Und? Ja, wir haben schon rumgemacht. Oh, sexy Teil, ne? Ja, das hört sich echt komisch an. Ja, wir holen euch Nachschub, alles cool. Ja. Ich werde 22. Ja, genau. Genau. Hast du eine Dampfe in der Hand oder was? Ja. Und was ist das? Wo ist meine eigentlich? Wo ist meine Dampfe eigentlich? In der Hosentasche, Alter. In der Hosentasche, ja. Was war meine Trinken? 7 Tage lang. Genau. Wo ist deine Sonnenbrille? Sonnenbrille? Ja, wo ist deine Sonnenbrille? Ja, das ist eine gute Party bei euch, ne? Absolut, ne? Ich bin eine Pornokalle. Pornokalle, ja. Kennst du die Pornokalle oder was? Alle. Was suchst du denn? Wir haben auch keinen Checker, deswegen machen wir Fitness. Ja, setz dich mal dahin. Ich such die Sonnenbrille. Ey, was gehst du jetzt aus dem Bild raus, Alter? Ja, Moment. Ich wollte noch suchen, die Sonnenbrille. Ach ja, mein Gott, das ist die Sonnenbrille. Da ist sie doch! Ja, ich brauch die andere eigentlich. Achso. Ja, lass tauschen. Hallihallo, wer bist du denn? Du hast den Hut auf, geil. Sprichst du Deutsch? Oh, ich hole mir auch einen. Ja. Nice. Wie war's da? Ich hole mir auch einen. Das können keine schlechten Menschen sein. Also tut mir leid. Meins ist zwar leer, aber Prost. Unser ist leer, aber Prost, ja. Wie leer? Jetzt musst du nachholen. Ich, Philippin. Nee, ich meine, wo aus Deutschland du herkommst, mein Gott, du Osten. Ach so. Wir kommen aus dem heftigen Norden, aus Hamburg. Aus dem heftigen Norden. Weißt du, sie könnten halt so eine eigene Entertainment-Show bekommen, so auf RTL oder so. Aber nicht bei RTL Now, das wäre ASI-TV. Also er ist übrigens gerade aufgestanden, ne? Muss erstmal einen Drink haben. Wer denn Hawaii-Hemd an? Aber du bist dabei. Oder asozial, Alter. Die sind korrekt. Wer? Die sind korrekt. Nein, ihr. Wir kommen aus Hamburg. Der Ju? Ja, Hardcore feiern sowieso, ne? Muss sein. Hin und wieder, jedes Wochenende. Die andere ist hier nur am Handy da, denn was ist daran denn lustig? Man feiert halt, ne? Ihr seht voll cool aus. Ihr lacht, feiert er nicht? Ihr lacht jetzt halt drüber, aber wir haben gerade ein schwerwiegendes Problem. Der Rum ist fast leer. Und was sollen wir machen jetzt, ne? Was? Das ist eine regionale Krise gerade bei uns. Ja. Ihr seht richtig hot aus. Habt ihr Insta? Wir sehen hot aus, ja. Also ich fühle mich persönlich auch so hot wie ein Eisberg. Also alles hast cool. Warum kommt hier gleich ihr Handy raus? Ich check sowieso gar nicht, aber ich sag einfach mal Prost, ne? Wie geil. Was wie geil. Wir haben aber... Deine Bilder. Meine Bilder sind geil, aber keine Nacktfotos schicken, ne? Nein. Ich glaube, die machen Bilder von uns, aber obwohl wir relativ gemütlich aussehen. Darf ich aus Flasche trinken? Klar. Wir sehen relativ gemütlich aus. Ja. Dick und doof. Ja. So, ich skipp gleich, ne? Warum habt ihr Sonnenbrille auf? Blendet's? Blenden wir so? Wir Hawaii-Party machen. Ja, warst du schon mal in Hamburg betrunken? Deswegen haben wir Sonnenbrillen auf. Es kann regnen, auch wenn du es nicht für ernst nimmst. Es kann immer regnen. Wir müssen, glaube ich, boah, ich feiere euch voll. Ja, wir feiern uns auch voll. Also, naja. Alter, ich muss kurz ein bisschen Nachschub holen. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Wir werden gleich wieder nüchtern. Mein Gott, kannst du halten? Ihr habt voll geilen T-Shirts an. Das sind keine T-Shirts, das sind Hawaii-Hemden. Alter, okay, sorry. Das sind Hawaii-Hemden. Alter, kannst du das Ganze ran?
Er hat mir gerade eine Flasche Jim Beam rübergeschmissen. Der ist nicht mehr ganz dicht. Whisky. Alter, warum schmeißt du mir die Flasche rüber? Das war kein Schmeißen, das war liebevolles... Liebevolles Zugeben. Und ich dachte, ich wäre bescheuert. Ja, Mama, Ja. Warum so viel Herzchen? Hast du jemanden lieb oder was? Kein Wir wissen aber schon, dass das alles hier nicht cool ist, ne? Ja. Scheiße, Mann. Ja, ich muss Gott den Whisky holen, Mann. Wo ist der Whisky? Ach, du hast den Whisky. Scheiße, ich hab den Whisky. Geil, Mann. Ich hab den Whisky. Direkt sympathisch. Nee, wir haben verkehrt, oder? Was? Ja. Du musst rechts, ich muss. Ich check grad rechts. Hier, nimm mal den rechts rein. Auszeit. Auszeit. Ja, genau, und nimm den links rein. Ja, jetzt sieht es gut an. Könnt ihr uns einen Tipp für unser Leben empfehlen? Egal wie es läuft, es kann schlimmer laufen. Was waren die? Okay. Die haben gefragt für einen Tipp fürs Leben. Ja, sag ich doch. Mach doch ein Direct-Video, Mann. Ja, mach es auf Reaction-Basis. Das ist echt scary, was hier. Nein, kleiner Tipp fürs Leben. Macht einen drauf, macht nicht zu wenig, macht dich doll, ne? Einmal in die Kamera gucken, sie will ein Foto. Okay. Oder die beide. Ich fühle mich das. Mama, miss mal. Nein, mein Handy ist abgestürzt. Dein Handy ist abgestürzt. Ich bin gleich abgestürzt. So. Ich bin auf dem Balkon, da kam eine Friseurin vorbei und sagte, ihr seid so geil, wir müssen ein Foto von euch machen. Ja. Nur weil wir Hawaii-Hemden getragen haben. Was ist los? Ja, das sieht echt komisch. Boah, was war das denn für ein Schluck? Aber es war nur Cola. Ja. Wenn du es professionell machen willst, dann musst du den ganzen Bildschirm aufnehmen, so wie ich das gerade mache. Was, soll ich auch Sonnenbrille aufziehen? Ja. Ich möchte auch. Bin ich jetzt auch hot? Und dann würde ich jetzt... Nee, hot nicht. Hey, ich brauche jetzt auch so einen Hut. Du kennst Matrix nicht? Wir sind vom Prinzip zu alt, kann Nein. das sein? Das will ich mir nicht einreden lassen. Hör auf damit. Ich dachte, ihr wärt 30 oder 40. Was? 40? Oh! Sag mal, wir nicht. Trinken auf jeden Fall ein, bis irgendjemand speit. Aber gut, das passiert in der Regel sowieso nicht. Das ist nicht normal. Ja, das ist nicht normal. Physik. Oh mein Gott, da bin ich raus. Das ist physikalisch, was aber Was für ein nicht Thema habt ihr denn? Nur aus Interesse. Was haben wir für ein Thema? Ich weiß okay, da muss ich erstmal fragen, ist klar. Physikalisch das Handy richtig hält. Ich mach uns mal ein bisschen hier, bis geguckt. Lass mal, mal einen Drink. Oh, Scheiße, ist noch zur Hälfte voll. Ja, trink aus, du Lappen. Trink aus, du Lappen. Okay. Ja, aber Teneriffa hast du schön Wettergarantie. Halt die Fresse, du Penner. Hey, ich hab doch gar nicht gesagt. iPhone ist scheiße, Mann. Halt die Schnauze. iPhone ist geil. iPhone ist geil. Der Wodka muss knallen. Du musst weiter rüberkommen, ne? Du siehst ja. Entweder musst du weiter weg oder ich muss weiter. Ich kann nicht weiter. Ich sehe schon in der Ecke. Du hast ja gefühlt 3 Stunden gepennt. Ist der Tanke irgendwo? Na, ja. Na, was geht ab? Saufen. Warum? Bergst du es ekelhaft oder was? Ja, na, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, Bier ist Bier, sag ich immer. Ist ekelhaft? Nein! Ja, er macht 31er. Nein, Bergst ist vollkommen in Ordnung. Bex ist ekelhaft. Sag mal, wo kommst du denn her? Kommst du erst aus dem Norden oder erst aus dem Süden? Wahrscheinlich aus Bremen, sonst würde kein Bex trinken. Ich war in Hannover eine Zeit lang stationiert. Also okay, das ist ein paar Jahre her, muss ich fairerweise. 5 Jahre schon. Warst du nicht. Hey, du Klavierspieler. Nein. Jetzt mal große Frage, Digi, wo kommst du denn her? Aus meiner Mutter, logischerweise. Deine Mutter! Wir sagen nicht hier, die kommst mal auf den Deich und dann kriegst du einen in die Fresse, so, ne? Auf den. Wobei, würden wir auch machen, aber. Ne, ich glaub, in Dortmund haben da Leute noch nie Nutten geklatscht oder sowas. Klatsche Nutte, läufst weg und dann hoffst du, dass das du halt nicht kriegst. Das reicht sogar. Ich sage nur eins dazu: einmal ficken, weiterschicken. Alter, Mann, das war schon vor 10 Jahren nicht lustig. Nein, das ist immer noch nicht lustig. Hast du nicht noch irgendeinen Spruch oder sowas drauf? Also, irgendwas kommt noch hinterher. Ey, Alter, oder ein Witz. Du bringst mich zum Weinen langsam. Ach, halt die Fresse, Mann. Keine Ahnung. Alter, ist das so. Das ist von oben. Ist das gegen Peter oder sowas? Der ist Peter. Hallo? Sie schläft. Ach so. Sie genießt. Sie. Sie genießt. Ja, hier sind ein paar Zitzchen, das ist eine Sie. Du weißt schon, dass also irgendwie ist das pervers. Du weißt aber schon, dass es ein Hund ist, oder? Ja, es ist ein Hund. Hast du sonst nichts zum Titten streicheln so? Weil ich keinen Bock habe, meine Fresse zu zeigen und aber den Leuten hier was bieten möchte, weil ja, anscheinend aber nicht so. Nein, nicht gerade so. Ich sag's einfach nicht. Nee, das ist irgendwie. Das ist zu Tanko ein bisschen. Ja, das gilt nicht. Das war heftig eben gerade. Das war heftig. Du hast ja den was macht Camp ihr überhaupt, ne? Wir verarschen dich gerade. Hey. Hallo. Hallo.
Weiß ich. Aber nicht in dein Getränk aschen, ne? Es sieht gerade so aus. Wollte ich sagen, das sah eben gerade so aus, als würde man irgendwie. Das ist eine Vase. Das ist ja Affenbecher. Was tragt ihr eigentlich für fancy Hemden? Fancy, ist das cool oder nicht? Das ist Hawaii. Ist cool. Aloha. Aloha Becher. Aloha Becher. Wir haben sie Aloha. Wir trinken. So eine Art Express-Mai-Tai. Das ist letztendlich nichts anderes als Ananassaft, Orangensaft, weißer, schwarzer Rum. Kuhscheiner-Modus. Und ein bisschen Mandellücke. Moin. Alter, er trinkt gerade Cocktail ohne Tiki-Becher. Das finde ich so ein bisschen. Das ist voll assi. Das ist voll assi, was ihr macht. Prost, Leute. Prost, du Sack. Na, so sagt man nicht. Aus Bayern. Aus Bayern, schlimm genug. Gronk! Nee. Soldiers, you know? Auch bin a soldier. Ich wollte gerade was Böses sagen. Okay. Nein. Aber sie hat schöne Haare, muss man sagen, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich bin voll verzottelt. Das Kissen im Hintergrund sieht auch nicht schlecht aus, finde ich jetzt. Also. Besser als die Haare. Esmeralda. Wie was hast du gerade gesagt? Esmeralda, wie die dumme Sau von Quasimodo. Halt die Fresse, Mann. Fresse Aqua. Fresse Aqua! Thailand or China or. What? Philippines. Was? Where from? Philippines. Philippines. Was habe ich gesagt? Happy End? So you speak Tagalog or. Yeah, I speak Tagalog, English, you know? You speak English? Und was war das andere Scheiße? Tagalog, that's actually the national language. Tagalog, yes. He's drunk. Yeah, probably. Snoop Doggy Doggy, that way. Well, you're. Was geht? Was geht? Jo, kommst du auch von den Philippinen? Was? Kommst du auch von den Philippinen? Ja, komm ich. Nee, ich lüge nicht. Ich glaube, er ist ehrlich. Ich hab so gerade. Ich glaube, das ist eine Hure. Ich bin eine Hure? Du bist eine Hure, ja. Du bist eine Hure. Du bist eine Hure. Ist in Ordnung, Mann. Ja, ja. Für eine Hure auf jeden Fall. Ja, eine Hure, ne? Eine Hure. Wir kommen aus anderen Bundesländern. Frankreich. Wir kommen aus Hamburg, du Horst. Aus Hamburg. Hamburg ist ein eigenes Bundesland, meine Fresse. Ja, keine Ahnung, bin ich so gebildet. Bist nicht so gebildet, mein Gott. Bremen passt besser. Oh, wir sind Hamburger, das weißt du schon, oder? Bremen ist doch irgendwie so ein bisschen wie Durchfall, das will man noch nicht haben. Du weißt aber schon, dass zwischen Hamburg und Bremen so eine gewisse. Freundschaft. Na, was macht ihr hier? Leute von den Philippinen suchen, oder was? Ja, ich suche gerade so eine Texas-Note eigentlich. Ich hab schon lange keine Texas-Note mehr gehabt. Nee, lass mich raten, ihr habt schon fett gesoffen. Nein. Eine Flasche ist keine Flasche, ne? Eine Flasche ist keine Flasche. Ja, wir müssen aber noch irgendwie zur Tanke oder so noch einen Nachschub holen. Das ist das Problem. Nachschuss holen? Ja. Nicht Nachschuss, Nachschub holen. Ah ja, der eine von euch ist auch safe fetter Zocker auch. Ja. Sehe ich ja da im Hintergrund. Können wir gerne machen. 1-1er? Ja, dann verlierst du. Ja, 1-1. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ey, und der Verlierer fährt dann entweder nach Hamburg oder nach Bremen und da gibt dann ein Bier aus. Nee, wenn der eine Flasche. Kurze Frage, hast du überhaupt ein Auto? Nee. Hast du überhaupt eine Flasche? Hast du überhaupt eine Flasche? Okay. Was hast du denn dir geholt für ein Auto? Er hat sich nur ein 1er BMW geholt, den neuen. Vollausstattung, wenn ich bitten darf. Voll geile Karre, ey. Nicht ganz, also wir sind Anfang 30. Oh ja, das geht ja noch. Ja, ich nicht. Du bist älter als ich, du Horst. Halt die Schnauze. Halt die Fresse. Hast du gekifft und deswegen trägt ihr eine Sonnenbrille, damit es dich auffällt? Nee, wir haben nichts zum Kiffen. Deswegen das Problem ist, du willst gerne ein Heben heute und dann merkst du irgendwann, dass das Scheiße, der Alkohol ist leer. Das machen wir auch nicht. Was macht ihr? Na, kein Heben hier, warte mal. Wie, kein Heben? Bist du nicht mehr ganz sicher? Ey, wenn du mit Tee kommst, dann komm ich nach Bremen verprügeln. Darf man ja nicht sagen. Darf man das sagen? Nein. 3, 2, 1, Nutter. Muss ich meine Fresse in die Cam halten oder was? Moin! Moin. Wollen wir uns zusammen ein Glas exen? Ja. Ja, hast du was am Start oder was? Bremen. Ich bin geboren in Rahlstedt. Moin. Nein. Rahlstedt, okay. Nein. Bester Mann, okay. Du machst gerade ein bisschen Achterbahn mit meinen Gefühlen, aber okay. Ah, okay. Er ist dumm. Von Bremerhaven distanzieren wir uns generell. Das ist so, wie man in Hamburg sagt, man ist nicht aus Harburg. Also, man distanziert sich von den Harburgern, weißt du, das ist so ungefähr das Gleiche. Ja. Guter Vergleich, Respekt, Mann. Ja, weil, das Problem ist halt einfach, ich habe gedacht, ich habe noch eine ganze Flasche rum, aber ich hatte keine mehr im Kühlschrank. Wie gesagt, Einstand selbst beim Saufen, denken ist nicht wissen. Ja. Und er hat oben als Slogan drin gehabt, mein Lieblingskrieche.
Da hätte ich nichts gekauft. Also möchte gern Hamburger sein, aber uns. Er ist kein Hamburger. Macht ihr irgendwie Internetpräsenz oder sowas? Ihr seht so ein bisschen so aus. Er schon auf jeden Fall. Also ich ja. Du nicht? Aber toll, nice. Was glaubst du, was wir beruflich machen? Oh. Guten Eindruck. Aber ich überweise meine Rechnungen zeitlich bei LBB, also alles gut? Ja, ich nicht. Kostet 200 Euro. Oder 199. Ich weiß. Und der Postbote hat es einfach vor meine Tür gestellt und ist abgehauen. Ja, vor Corona. Es gab eine Zeit, dass Leute ab 18 irgendwo hin mussten. In eine Disco. Ah! Oh, da muss ich auch hin! MPU! MPU! MPU, da muss ich auch hin! Nee, so besoffen war ich nicht. Okay. Ja, was anderes. Wir waren damals bei der Bundeswehr. War eine schwere Zeit für meine Leber. Aber okay. Ich kann Spiele mit zu viel Realismus nicht mehr spielen. Counter-Strike. Nee, er wollte Unreal Tournament spielen. Nein. Oh, geil. Unreal Tournament ist auch geil. Nein, aber was wollen wir trinken? So ein Durst.